Medizin studiert. Also ich war im letzten Jahr im Praktikum und die haben nur gescherzt, dass ich die BioNTech-Impfung nach die paar Stunden nach gut vertragen habe im Vergleich zu AstraZeneca. Aber dann, die Tage danach, ist die Übelkeit. Morgens immer stärker, immer schlimmer, Kopfschmerzen. Bis nach 7 Tagen, plötzlich bin ich abends, nachts aufgewacht mit extremen Kopfschmerzen, Schwindel. Also ich dachte, ich habe entweder einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt, weil ich eben extremen Schwindel und Augensehstörungen, das Gleichgewicht war nicht mehr so, wie man es gewohnt ist. Irgendwie habe ich dann den Tag, die Nacht überlebt und seitdem ist das komische Gefühl geblieben. Und ich wusste in dem Moment, da ist was passiert. Ich war immer ein Morgenmensch, also um 6 hat der Wecker geklingelt, bin aufgesprungen und ich habe gern vormittags alles erledigt oder viel gemacht oder gelernt. Jetzt ist hingegen so, dass es die Phasen, die Einschlafphasen, die Aufwachphasen für mich extrem anstrengend sein, weil wenn dort was Lautes oder ein Lichtwechsel passiert, dann wird mir sofort schlecht und ich kriege alle Symptome. Das heißt, in der Früh bin ich eigentlich eine Stunde im Bett und warte, bis mein Gehirn sich an den draußen gewöhnt hat, bis das Gleichgewicht stimmt, bis die Augen sich an draußen ans Licht gewöhnt haben. Und dann sitze ich mich langsam auf, weil ich habe ja auch das POTS, das posturale orthostatische Tachykardie-Syndrom. Nach dem Frühstück meistens ist anstrengend genug, liege ich mich wieder kurz hin und verbringe den Vormittag in Halbsitz oder im Liegen und versuche so ein paar Sachen auf dem Computer oder auf dem Handy zu erledigen. Was dann auch war, ich habe aufgrund von den starken Kopfdruck, Kopfschmerzen, Brainfog, ich nenne das Brainfog, es ist so ein verlangsamtes Denken, kein klares Denken mit Konzentrationsschwierigkeiten und aufgrund von dem habe ich 1,5 Jahre keine Musik im Kopf gehabt, weil ich habe immer Musik im Kopf gehabt, ich habe immer gesummt und schon morgens um 6. Wir haben jetzt auch Plastikbesteck im Haus, weil manchmal sogar das Besteck klirren und klappern für mich extreme höllische Schmerzen im Kopf bedeutet. Oder die Türe zu. Das sind normale Geräusche, die aber bei mir extreme Unwohlsein und Schmerzen danach bedeuten. Deswegen ist für mich mit mehreren Menschen sprechen zu viel. Oder in eine Bar gehen, wo einfach mehrere Geräusche sein, nur sehr schwierig. Jeden Tag habe ich mit irgendwelchen Beschwerden oder Schmerzen zu kämpfen. Mal mehr, mal weniger, aber eigentlich ständig. Die Muskelschmerzen und diese Muskelschwäche sind auch belastend, weil manchmal nur 5 Minuten in der Küche stehen so anstrengend ist. Oder mal eine kleine Runde zu gehen und dann schmerzen die Arme und Beine. Bei mir sind es die Unterarme und die Unterschenkel. Es ist wie wenn Sandsäcke drauf liegen würden oder Blei. Und es ist so, dass es im Liegen auch schmerzt. Es ist nicht nur bei Bewegung oder ein normaler Muskelkater. Den Muskelkater kenne ich, den hatte ich oft durch die Sportarten, die ich zuvor gemacht habe.
Also seit 2 Jahren bin ich wieder zu Hause bei den Eltern, weil ich bis jetzt noch nicht alleine selbstständig leben kann. Mir wird vieles abgenommen, wie Einkäufe, Kleinigkeiten. Oder in dem Moment, wo es mir schlecht geht, ist es einfach fein, jemanden zu haben, der Sachen bringt oder mir zu essen kocht. Ich habe viel recherchiert und ich habe sehr wenig gefunden. Sehr wenige Infos darüber gefunden. Und ich dachte eigentlich, ich bin die Einzige, die sowas hat. Und erst nach einem Jahr habe ich Studien aus Amerika, eine Studie gefunden, einen Case Report. Jetzt weiß ich, dass alles zensuriert worden ist, aber in dem Moment wusste ich es nicht. Ich weiß, dass ich Mitochondrien habe, die nicht genug Energie produzieren. Ich weiß, dass ich eine Dysbiose habe im Darm. Ich weiß, dass ich eine Neuroinflammation habe, also eine Entzündung im Gehirn. Was ich auch habe, ist einen reaktivierten EBV, Epstein-Barr-Virus. Also es sind viele kleine Puzzleteile, die nicht mehr funktionieren. Und man braucht nur an das autonome Nervensystem denken. Das steuert ja alle autonomen Funktionen in unserem Körper. Also alles, was nicht wesentlich gesteuert wird. Und das ist so viel. Und man merkt es nicht, wenn man gesund ist. Aber sehr wohl, wenn es betroffen ist. Was ich dann mit der Zeit entwickelt habe, also diese Belastungsintoleranz. Für die Diagnose, dass es mit der Impfung zusammenhängen könnte, habe ich sehr lange gebraucht. Also die Diagnose habe ich erst nach einem Jahr bekommen. Diesen Winter mindestens einmal Eislaufen gehen und einmal rodeln. Ich bin wirklich gern wandern gegangen und der Schnee und die Berge und das Rodeln, die Natur, die fehlen mir sehr. Deswegen wollte ich zumindest einmal rodeln und einmal Eislaufen. Ich habe es geschafft. Ich habe es mit Hilfe geschafft. Das bedeutet, mein Vater hat mich zum Eislaufplatz gefahren. Ich habe 2 Minuten meine Runde gedreht und die Sonne genossen, die Natur genossen, die Bewegung genossen. Und genau nach 2 Minuten oder 3 Minuten sind wir wieder ins Auto nach Hause. Das Allerschlimmste ist, dass man sich ja bewusst ist, dass der Körper nicht mehr so funktioniert, dass der Kopf nicht funktioniert. Und dass man allein gelassen. Ich betreue etwa 250 Patienten, die krank sind, davon ein Drittel Post-Covid, 2 Drittel Post-Vac. Und die Leitsymptome dieser Erkrankung sind schwere Müdigkeit, kognitive Störungen. Die Hälfte der Patienten sind nicht mehr arbeitsfähig. Es sind häufig junge Menschen, die Leistungssportler waren, die in Leistungsberufen waren. Und deren Leben jetzt völlig kaputt ist, die teilweise nicht mehr aus dem Bett rauskommen, nicht mehr Auto fahren können, keine Bücher mehr lesen können, diese Erkrankung ist schwer.
Und vor allen Dingen, man sieht es ihnen nicht an. Die sehen gut und gesund aus und die Laborwerte sind unauffällig. Und deswegen werden sie von der Schulmedizin auch nicht verstanden. Ich sage mal, das optimistische Szenario, was ich habe, ist, dass wir endlich lernen, wie wir Long-Covid und Post-Vac, wie wir das behandeln können, wie wir das hinbekommen. Hm. Und dass man darüber hinaus die Fälle schneller anerkennen, sodass die Menschen nicht so lange darauf warten müssten, überhaupt als Post-Vac anerkannt zu werden. Es gibt Impfschäden zuhauf und es sind auch nicht wenige, es sind richtig viele, die betroffen sind. Und da hätte man transparent sagen müssen, es ist halt ein Medikament, das in der Kürze der Zeit hergestellt worden ist und nicht wie sonst eine jahrelange Sicherheitsüberprüfung durchlaufen hat. Jeder weiß, Impfstoffe, überhaupt Medikamente, das dauert schon 8 Jahre, bis das marktfähig ist, bis wirklich alle Sicherheitsbedenken gründlich ausgeräumt sind. Man denke nur an die Wechselwirkung verschiedener Medikamente. Nur mal ein Punkt, aber natürlich auch, wie wirken Medikamente, und der Impfstoff ist ja ein Medikament auf eher geschwächte Körper oder auf sportliche Körper, ganz unterschiedlich. Wird ja alles so, kann so in der kurzen Zeit gar nicht untersucht werden. Ne? Also deswegen haben die Impfstoffhersteller gesagt, ist uns zu gefährlich wegen der Impfschäden, die drohen, und dann entsprechende Milliardenforderungen, und haben sozusagen der Politik die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, ja, also wenn ihr das wollt, dann müsst ihr die Haftung übernehmen für Impfschäden. Das ist also der Punkt. Und jetzt muss ich es so vorstellen, die ganze Haftung liegt bei den Mitgliedsländern der Bundesrepublik Deutschland, im Übrigen nicht etwa bei den Politikern, sondern bei den Bürgern liegt die Haftung. Ja. Die müssen zahlen mit ihren Steuergeldern. So ist die Konstruktion. Darüber wurde im Übrigen auch nie was kommuniziert. Später, jetzt erst, ist das bekannt. Damals, als es aktuell war, im Frühjahr 2020, natürlich strengstes Stillschweigen. Später kamen dann einige Vertragstexte raus mit Schwärzungen. Erst viel später kamen dann die ungeschwärzten Passagen des Vertrages raus. Und da stand das dann drin. Zur großen Überraschung auch von mir. Ja, das hätte ich nun auch nicht gedacht. Diese Großzügigkeit, dass also am Ende der Impfstoffhersteller die Gewinne risikolos hat. Und das ist nicht gerade wenig gewesen. Alleine BioNTech hat 40 Milliarden Euro auf der hohen Kante durch entsprechende Impfstoffe. Und und die Risiken liegen beim Bürger, beim Steuerbürger, wenn man so will. Das ist doch sehr ungewöhnlich. Auf jeden Fall war es dann so, damit dann doch nicht so viel auf den Staatshaushalt erstmal in Anführungsstrichen zukommt, ist einem Juristen in irgendeinem Ministerium, vielleicht sogar im Bundesgesundheitsministerium, aufgefallen, das könnte ja dann am Ende sehr teuer werden, wenn jetzt quasi der Staat alle Haftungen für alle Impfschäden übernimmt. Ja, das könnte ja durchaus eine gewisse Größenordnung annehmen. Und da hat man sich fieberhaft überlegt, was könnte man tun, um das zu verhindern? Man könnte zum Beispiel dafür sorgen, dass eben der Impfstoffhersteller unter schweren Voraussetzungen nur haften muss, also nur zahlen muss. Ne? Und wenn, dann muss auch der Staat am Ende weniger übernehmen. Und da ist dann eben eine Rechtsverordnung erlassen worden zum Arzneimittelgesetz. Man muss wissen, grundsätzlich ist das Arzneimittelgesetz eine reine Gefährdungshaftung. Ein Verschulden ist nicht notwendig. Und diese Rechtsverordnung ändert dies für das Medikament Impfstoff dahingehend, dass dann auch noch eine Verschuldenshaftung gilt. Das heißt, der Impfling, der Impfgeschädigte, der Ansprüche geltend macht, muss die Hürde eines Verschuldens bei dem Impfstoffhersteller noch mal überspringen. Es ist eine zusätzliche Hürde, wie wenn man beim Leichtathletikwettbewerb einfach die Hochsprungstange um Meter erhöht mitten im Wettbewerb. Und das ist schon erheblich. Ja? Also diese Rechtsverordnung schützt und privilegiert die Impfstoffhersteller natürlich im Hintergedanke, da müssen wir auch nichts bezahlen oder nicht so viel am Ende. Das sehe ich doch schon als doch bedenklich, das möchte ich schon sagen. Also mal mindestens bedenklich. Denn es hieß ja auch, die Pandemie kann nur solidarisch bekämpft werden. Solidarisch, das heißt, alle halten zusammen in der Pandemie. Durch die Impfung schützt man sich selbst und schützt vor Ansteckung anderer. Und natürlich die Regierung, die macht alles, dass es nicht so schlimm und arg wird.
Und die Ersten, die sich aus der Solidarität dann am Ende verabschiedet haben, das war die Bundesregierung, der Staat selbst, der mit dieser Rechtsverordnung dafür gesorgt hat, dass die Impfgeschädigten noch schwerer haben, einen Schadenersatz oder Schmerzensgeld zu bekommen. Und das war alles eben im Frühjahr 2020, ne, mit den Verträgen und dieser Norm, dieser Rechtsverordnung zum Arzneimittelgesetz. Das halte ich doch für sehr schlimm, das muss ich schon sagen, denn Solidarität ist keine Einbahnstraße. Da haben doch alle gedacht, dass das auch für den Staat selbst gilt. Und dagegen klagen wir auch gegen diese Rechtsverordnung. Aktuell von dem Verwaltungsgericht Köln. Schriftsätze sind getauscht. Jetzt fehlt der mündliche Verhandlungstermin in Köln. Auf den warten wir derzeit und hoffen mal, dass die Rechtsverordnung am Ende gekippt wird. Und das gilt dann nicht nur für den Fall, den wir vertreten, sondern für alle Fälle wäre das natürlich ein Segen, dass der ursprüngliche Zustand der Gefährdungshaftung wiederhergestellt ist. Auch für diese Impfstoffe. Das ist so der Hintergrund dazu. Was glauben Sie denn, wie es jetzt dann weitergeht? Meinen Sie, dass die Firmen zum Beispiel angesichts der Situation zum Beispiel in eine freiwillige Stiftung Geld einzahlen könnten? Wäre das eine Idee, wenn sie schon aus der Haftung draußen sind? Es wäre auf jeden Fall wertvoll, wenn die Firmen hier eine Beteiligung zeigen würden, denn die Gewinne sind ja exorbitante Gewinne. Und somit also wäre das tatsächlich mehr als eine gute Geste, sondern das könnte man erwarten. Aber Sie fragen mich, wie wird es weitergehen? Ich sage mal, das optimistische Szenario, was ich habe, ist, dass wir endlich lernen, wie wir Long-Covid und Post-Vac, wie wir das behandeln können, wie wir das hinbekommen. Mhm. Und dass wir darüber hinaus die Fälle schneller anerkennen, sodass die Menschen nicht so lange darauf warten, müssten, überhaupt als Post-Fac anerkannt zu werden. Das Problem, was ich sehe, ist ein politisches, dass an den Universitäten relativ wenig über Post-Fac geforscht wird. Meistens ist es Post-Covid. Und es scheint so zu sein, als ob es nicht politisch korrekt ist, dass man eine Erkrankung Post-Fac nennt. Es hat der Minister Lauterbach gesagt, es gibt keine Impfkomplikationen oder nur sehr wenig. Und entsprechend wurde es weiter tradiert. Das Paul-Ehrlich-Institut und auch die Post-Vac-Ambulanz in Marburg sprechen von 0,02 und Marburg von 0,02 bis 0,03 Impfnebenwirkungen. Und ich denke, es sind wesentlich, wesentlich mehr. Wie komme ich darauf? Von den jetzt etwa 150, 160 Post-Vac-Patienten, die ich betreue, ist kein einziger anerkannt worden als Impfschaden, obwohl die Erkrankung unmittelbar nach der Impfung auftrat. Und wenn man das dann hochrechnet und sagt, okay, wenn die nicht anerkannt worden sind, wie groß ist denn dann die Zahl? Dann denke ich, kommen wir nicht auf 0,02%, vor allen Dingen, weil das die Gesamtsumme der Impfung und nicht die Personen, die geimpft worden sind, bezieht, sondern dann schätze ich, dass wir vielleicht eine Viertelmillion Impfschäden allein in Deutschland haben. Und die Weltgesundheitsorganisation hat gesagt, okay, wir hätten durch die Impfung in Europa 1 Million Tote verhindert. Das mag sein, aber wenn man sich anguckt, welche Todesfälle man verhindert hat, dann sind das meist Ältere. In meinem Ort war die Devise zuerst Alte und Demente zu impfen, was ja auch eine ethische, merkwürdige Entscheidung ist. Aber man hat damit wahrscheinlich eingekauft, vielleicht mindestens 1 Million auf Europa bezogen, vielleicht 2 oder 3 Millionen Impfschäden, wo diese neue Autoimmunerkrankung entstanden ist, die bislang nicht behandelbar ist und die vor allen Dingen junge Menschen komplett aus der Bahn geworfen hat. Und dann gibt es noch einen politischen Aspekt, der mir aufstößt, dass diejenigen Menschen, Mediziner, die das sagen, massiv unter Druck gesetzt werden. Der erste meines Wissens, der das gesagt hat, war ein Leiter einer Krankenkasse, BKK. Und die Krankenkassen sehen ja die Krankmeldungen wie kein anderer zuerst. Und der hat Alarm geschlagen und sagt, wir haben mehr. Und der ist sofort abgelöst worden.
Und dann gab es einen Professor, gibt es einen Professor der Charité, dem hat man statistische Fehler vorgeworfen. Das ist was Schlimmeres, kann man einem Wissenschaftler nicht vorwerfen. Man hat unter Druck gesetzt und es fällt auch auf, dass all die Kollegen, die an diesem Thema arbeiten, gebetsmühlenartig sagen, das ist verschwindend gering, diese Komplikation des Postwachs-Syndroms. Und nach meinen Beobachtungen ist das keinesfalls so. Und es wird Zeit, dass wir ein Klima entwickeln, wo man offen darüber reden kann. Rukhdina mayo kalas vegas mayem miraka taka pam pam ta khami rukhdina monaco sans trompe do yakhno lo gitar rukhdina mayo kalas vegas mayem miraka taka pam pam. Ich habe früher Musik gemacht, ich habe gesungen, auf Hochzeiten gesungen, Konzerte gegeben. Ich habe nicht mehr diese Power, wie früher zu singen, einfach körperlich. Es ist nicht mehr möglich und die Lunge macht auch nicht mehr mit seit der Corona-Impfung. Zwei Tage nach der Corona-Impfung fing alles an. Ich weiß noch ganz genau, ich war auf der Arbeit. Ich hatte Nachtschicht. Ich habe meinen Dienst begonnen irgendwann um 22 Uhr. Und plötzlich eine Stunde später, ab 23 Uhr oder so, fingen dann die Symptome ganz plötzlich an. Ich war Medikamente vorbereiten für meine Patienten. Ich bin ja Krankenpfleger. Ganz schlagartig habe ich wie so ein Schlag ins Gesicht, wie so ein Druck im Kopf verspürt, zusätzlich dann Benommenheit, eine Art Brain Fog. Mit Mühe und Not habe ich den Dienst bis in den frühen Morgenstunden vollbracht, durchgearbeitet um 6 und dann bin ich nach Hause gegangen und ich habe mir trotzdem immer noch gedacht, egal, du schläfst gleich und morgen früh wenn du wieder aufstehst, ist alles in Ordnung. Aber es ist nicht in Ordnung. Es ist bis heute nicht in Ordnung. Ich wurde stationär aufgenommen, eine Anamnese wurde gemacht, mir wurden Fragen gestellt und ehrlicherweise habe ich dann gesagt, ich habe vor ein paar Tagen die Corona-Impfung bekommen und seitdem habe ich diese anhaltenden Beschwerden, diese unerwünschten Nebenwirkungen, sagen wir mal so. Und der Arzt guckte mich nur so an und sagte, das kann nicht sein. Wie kann nicht sein? Ich kenne doch meinen Körper. Ich bin bis letzte Woche noch kerngesund gewesen. Ich fühle mich vom Kopf, irgendwas neurologisch ist nicht mehr in Ordnung. Also ich bin dann irgendwann nach Düsseldorf gefahren zu einem Arzt, der mich dann endlich untersucht hat, auch Diagnostik betrieben hat, Untersuchungen wie Blut- und Urinuntersuchungen gemacht hat. Und dort ergaben sich dann auch unter anderem einige Auffälligkeiten. Ich weiß noch ganz genau, als der Arzt die Blutwerte vor sich hatte und mich dann einfach so anguckte und sagte, Herr Bulut, Sie haben Werte von einem Krebspatienten oder von einem HIV-Patienten. Also Ihre Werte sind so schrecklich, dass man denken würde, Sie haben irgendwie AIDS, Krebs oder so. Durch diverse Blutuntersuchungen kam dann auch unter anderem bei raus, dass ich MECFS habe, das chronische Fatigue-Syndrom, Entzündungen der Gefäßinnenhaut, also Endothelitis,
das mit dem Mastzellaktivierungssyndrom, dass die Mastzellen überaktiv worden sind, die Neuroinflammation, ja, dass die Mitochondrien, die Mitochondrienpartie, dass die einfach zu schwach sind. Mein Alltag besteht nur noch daraus, ja, ich bin viel zu Hause. Ich bin einfach nur noch viel zu Hause. Spazieren, Sport ist nicht mehr möglich wie früher. Ich habe früher Fußball gespielt, geht nicht mehr, geht einfach nicht mehr. Letztens sagte einer von den Kollegen zum Beispiel, ja, wann kommst du wieder und spielst wieder Fußball? Also wir machen bald eine Mannschaftsfahrt oder so, kommst du mit? Ich bin nicht mal in der Lage zu arbeiten, 1000 Schritte zu laufen. Und dann sagst du mir, kommst du mit uns mit und machst eine Mannschaftsfahrt. Das sind so diese Missverständnisse, die dann jetzt leider dazugekommen sind. Ich habe einfach diese Bindung zu den Mannschaftskollegen von früher oder zu manchen Arbeitskollegen auch nicht mehr oder generell zu Freunden und Bekannten, weil ich jedes Mal ich verspüre einfach so ein Missverständnis, also dass die mich einfach nicht verstehen. Ja, man sieht es mir halt nicht an und dementsprechend glaubt man mir auch nicht. War es dann eigentlich so, dass ich mit dem Auto eben heimfahren wollte und bin dann eben zusammengebrochen rein und dann ist die Rettung gekommen. Dann hat eben die Rettung gesagt gehabt, dass das ganz normal ist und mir ist an dem Tag noch ziemlich schlecht gegangen und meine Füße haben sich angefühlt wie Blei. Habe ich dann einen Ausschlag gekriegt im Gesicht und an Brustbereich und an die Hände und am Rücken. Und dann war ja eben die Zeit, wo man die Ärzte ja nicht besuchen hat können. Und dann habe ich eben das Foto meiner Ärztin geschickt und hat sie gesagt, sie glaubt, ich habe Schlafblattern. Nach 2 Wochen ist der Ausschlag aber immer noch nicht weggegangen. Dann hat sie gesagt, ich soll zu einem Hautarzt gehen. Und dann hat sie eben zu mir gesagt, dass ich eben einen Lupus habe. Dann war es eben so, dass meine Ärztin dann gesagt hat, durch das, dass ich die schwere Autoimmunerkrankung habe, dass ich ein drittes Mal impfen gehen soll. Und dann bin ich ein drittes Mal impfen gegangen. Habe dort natürlich auch angekreuzt, dass ich eine Autoimmunerkrankung habe. Und ich bin nie danach gefragt worden oder so. Ich bin einfach geimpft worden. Und haben wir ein tiefes Loch ausgeschaut. Dann bin ich zusammengebrochen und habe nicht mehr geatmet. Ich habe einen Anfall gekriegt, also ich habe angefangen zum Zucken. Das war noch so eine Art epileptischer Anfall. Es ist dann eben die Rettung gekommen und ich bin nachher mit dem Hubschrauber in die Klinik transportiert worden. Und ich habe davor, zwischen der zweiten und der dritten Impfung, habe ich auch immer wieder so Synkopen gehabt, dass ich zusammengebrochen bin und bin immer wieder in die Klinik gekommen. Und dann hat die Klinik gesagt gehabt, das sind psychogene Anfälle. Also das ist keine Epilepsie, das ist psychisch bedingt. Ich habe damals schon einen Rollator gehabt, weil ich nicht mehr gehen habe können. Und eben meine Füße immer so schwer sein. Ich war dann zu Hause, war heillos überfordert, weil ich nichts geschafft habe. Dann haben sie eine Kipptisch-Untersuchung gemacht und dann ist eben das BOTS
rauskommen. Das heißt, dass mein Puls immer ziemlich hoch ist und mein Blutdruck immer unter 100. Und das kann eben solche Synkopen auslösen. Wenn ich jetzt meinen Puls messen würde, wäre ich, glaube ich, auf 140 oder so. Kriegt man zwar nicht lieber Stück. Du bist ja auch total außer Atem. 39 manchmal. Vielleicht am Finger Hose anziehen. Kriege ich nachher ab und zu 39 Fieber. Das ist wie Extremsport für mich. Also der Blutdruck passt eigentlich, aber der Puls ist eigentlich für das, dass ich sitze, ziemlich hoch. Gell? Über den Herbst dann hat sich wieder alles verschlimmert. Ich habe täglich Anfälle gehabt. Ich habe mich nachher in der Psychosomatik aufnehmen lassen. War dann 3 Wochen stationär in der Psychosomatik im Jänner. Und es hat sich aber nichts verbessert, komischerweise. Und dann habe ich in der Klinik bei der Visite das geäußert, ob das sein kann, dass es ein Impfschaden ist. Und dann ist zu mir gesagt worden, dass das ein Teil von meinem Krankheitsbild ist, also von der posttraumatischen Belastbarkeitsstörung, dass ich jetzt eben Sachen probiere herzuholen, um das eben nicht zu verarbeiten. Also dass ich eben probiere, die Behandlung zu stören. Mir hat das aber keine Ruhe mehr lassen und dann habe ich halt immer wieder mit meiner Tante telefoniert und hat sie eben gesagt, dass sie, eben, sie sich da erkundigt, wo ich mich hinwenden kann. Dann bin ich eben zu dem Arzt hin und habe ihm eben meine Symptome geschildert, habe ihnen meine ganzen Arztbriefe gezeigt. Das sind sehr viele Arztbriefe, was ich habe in die 2 Jahre. Und dann hat er eben gesagt gehabt, dass das wahrscheinlich ein Impfschaden ist. Und er hat den Impfschaden dann auch gemeldet. Und er hat sich sehr gewundert, dass niemand das bis jetzt nur getan hat, dass das noch nicht gemeldet worden ist. Ich habe nachher wirklich weinen müssen, weil einfach bestätigt worden ist, ich bin doch körperlich krank. Alles ab, weil mein Arbeitgeber mich Ende Mai kündigt. Ich kann nicht mehr arbeiten gehen. Ich brauche jemanden, der für meine Tochter die Jause vorbereitet für den nächsten Tag. Das Essen vorbereitet für uns. Mich abduscht. Ich schaffe das alles nicht mehr allein. Ich habe alles verloren. Ich habe mein Pferd verloren. Ich kann nicht mehr Auto fahren. Ich kann nicht mehr ins Fitnessstudio gehen. Und die Familienhelfer gehen mit uns einkaufen. Einkaufen ist auch wahnsinnig anstrengend für mich, wegen dem Lärm, wegen Licht und die Hektik. Ich glaube, das Allerschlimmste war für mich, wo ich in die Geschlossene gekommen bin. Weil dann eben das Jugendamt gekommen ist und meine Tochter in eine Wohngemeinschaft gebracht worden ist und ich nichts dagegen tun habe können. Ich habe mit massiven grippalen Symptomen reagiert, hatte aber auch sofort Schwellungen, besonders hier um die Augen herum, hatte dann so ein Ekzem am Bauch, was sich wenige Stunden später danach schon gebildet hat. Und ich hatte extrem hohes Fieber, was auch wochenlang nicht abgeklungen
ist und ich ab diesem Zeitpunkt, wo ich mich habe impfen lassen, mich dauerhaft krank gefühlt habe. Dann habe ich mich in einem Bereich bewegt, dass auch neurologische Ausfälle dazu kamen, dass wirklich eine kardiovaskuläre Komponente dazu kam. Das heißt, ich hatte morgens beim Aufwachen schon einen Ruhepuls von 180, 190. Bin teilweise, wenn ich nur ins Badezimmer gegangen bin, bei einem Puls von über 200 gelandet. Bin teilweise nachts auch tachykard aufgewacht und solche Geschichten. Und das Schlimmste daran war, dass ich das nicht miteinander in Verbindung gebracht habe, sondern einfach dachte, es stimmt irgendwas anderes nicht. Es war wieder zu viel. Das kennt man, wenn man vielleicht irgendwie selber Leistungssport macht, dass man dieser 100%-Mensch ist und manchmal vielleicht auch Grenzen überschreitet. Und ja, so kam das dann, dass ich mich 3 Monate, 4 Monate später dann überhaupt das erste Mal zum Arzt getraut habe. Ich muss sagen, ich wurde absolut nicht ernst genommen. Nach den ersten Tests hat man dann auch gesehen, dass alle Entzündungswerte extrem hoch waren. Man konnte sich nicht erklären, warum das so war. Ja, ich habe zu dem Zeitpunkt dann wirklich mit einer Sehkraft von 20% mich durch den Tag gekämpft, hatte Schwierigkeiten, meinen normalen Alltag selbstständig zu bestreiten. Also ich war im Prinzip komplett auf Hilfe angewiesen bei allem. Ich habe teilweise den ganzen Tag lang einfach nicht gegessen und habe gewartet, bis jemand meiner Familie nach Hause gekommen ist, um mir irgendwie Essen zu machen, um mich zu unterstützen. Ja, dann ist die Liste der Symptome natürlich auch noch weiter unendlich lang. Also es war so, dass ich auch mit schwersten neuropathischen Anfällen im Bett gelegen habe, alle 20 Minuten aufgeschrien habe, geweint habe, weil es so schlimm war und einfach sich das nicht und durch gar nichts eigentlich gebessert hat, bis ich dann irgendwann bei einer Höchstdosis von Antiepileptikern angekommen war, die zumindest das symptomatisch eingedämmt haben. Auch da gab es schöne Erfahrungen in der Uniklinik bei uns, die das Ganze nicht als Notfall anerkannt haben, sondern mich mit der Aussage, dass es kein Bett für so etwas gäbe, auch wieder weggeschickt haben. Und eine sehr schlimme Erfahrung war noch ein Rheumatologenbesuch, weil natürlich die ganzen Gelenke, also der ganze Körper hat einfach geschmerzt. Das war ein riesengroßer Entzündungsherd, der einfach nur wehgetan hat. In jeder Faser des Körpers. Das ganze Gewebe hat sich einfach immer und dauerhaft 24/7 angefühlt, als würde es irgendwie verbrennen, als würden irgendwie alle Zellen gegen einen ankämpfen. Man kann das gar nicht beschreiben. Da war es dann so, dass bei der besagten Rheumatologin sie lediglich meine Fingergelenke einmal anfasste und mich dann fragte, was ich bei ihr wollen würde, ob ich nicht sehen würde, dass der ganze Flur voll wäre mit kranken Menschen. Ja, und bei jeglichen Untersuchungen, also egal wo ich war, ist es immer bei rausgekommen, dass alles das, was ich habe, einer multisystemischen Hyperinflammation zugrunde liegt. Also auch zum Beispiel bei der Untersuchung meiner Augen hat man dann festgestellt, dass der ganze Augenhintergrund komplett zerstört war, dass alles einfach einer Kraterlandschaft glich. Ich hatte sehr oft geplatzte Gefäße und kleine geplatzte Äderchen. Und all das hat sich so durch den ganzen Körper durchgezogen. Also sei es an den Schleimhäuten irgendwelche Aften und Dinge, die ich einfach nicht kannte. Man hat auch in einem MRT-Befund gesehen, dass ich Entzündungsherde im zentralen Nervensystem hatte. Also ich muss sagen, ich hatte damals durch einen Zufall von der Anlaufstelle in Marburg gehört und zu dem Zeitpunkt ging es mir aber schon ein halbes Jahr sehr, sehr schlecht. Und dort hat sich dann eben auch all das, was sich in meinem Körper so schlecht angefühlt hat, auch bestätigt. Also es war das erste Mal in dieser ganzen Zeit, dass ich absolut ernst genommen wurde. Mit Marburg kam dann der Ansatz von Statinen, Sartan, gekoppelt mit der histaminfreien Diät.
Professor Schiefer, mein behandelnder Arzt dort, war derjenige, der mir dann eine Medikation verschrieben hat, hat mir aber auch bestätigt, dass diese multisystemische Hyperinflammation im Zusammenhang mit den Nebenwirkungen bzw. im Zusammenhang mit der Impfung passiert sind. Das habe ich auch schwarz auf weiß bekommen an diesem Tag. Das war für mich schon mal die Erleichterung schlechthin. Also allein mental ist an diesem Tag oder mit diesem Tag ganz viel Last von einem abgefallen. Und ich würde sagen, dass die Medikation gekoppelt mit dieser histaminfreien Diät und wirklich sehr, sehr strikten Diät ohne eine einzige Ausnahme für mich einen absoluten Mehrwert gebracht haben und ich schon gemerkt habe, dass das jetzt hilft. So, das war schon mal das Erste. Ich habe auch gemerkt, dass viele Dinge sich noch lange nicht am Einpendeln sind. Sei es irgendwie alles, was mit dem weiblichen Körper zu tun hat, hatte lange noch keine Verbesserung gefunden. Die neurologischen Sachen auch nicht. Es waren vor allem so die Entzündungen, die langsam abgeflacht sind, die Schäden, die entstanden sind, die sind ja teilweise bis heute präsent, aber alles, was so im Alltäglichen da war, weshalb man es nicht geschafft hat, die Treppe hochzugehen, weshalb man es nicht geschafft hat, aus dem Bett aufzustehen, das konnte damit in meinem Fall tatsächlich verbessert werden. Es gab dann natürlich auch immer wieder Rückschläge, also natürlich diese sogenannten Crashes, die da passieren, wenn man sich überlastet hat. Und wenn ich von Überlastung spreche, meine ich damit, dass man beispielsweise sich irgendwann wieder getraut hat, mal mit Leuten sich in ein Café zu setzen und das dazu geführt hat, dass die Geräuschkulisse, die Lichter einen so getriggert haben, dass man komplett fix und fertig zu Hause angekommen ist und das zur Folge hatte, dass man wochenlang im Bett liegt und sich grippig fühlt und es einem einfach schlecht geht. Und ich habe sehr, sehr viel dann über Neuroathletik mit Übungen, die vor allem koordinativer und kognitiver Natur waren, angefangen, meinen Kopf auch wieder ein bisschen dahin zu kriegen, dass er überhaupt wieder Fokus fassen kann. Also habe ich dann angefangen, weitere Methoden, die vielleicht auch nichts mit der klassischen Schulmedizin zu tun haben, irgendwie für mich zu entdecken. So habe ich dann Anfang diesen Jahres mit dem Eisbaden beispielsweise begonnen im Januar. Und da kann ich einfach nur sagen, dass mir das nochmal einen absoluten Push gegeben hat. Also das hilft mir einfach unfassbar, weil ein großes Problem in der Vergangenheit diese ganzen Endothelschäden im Körper waren. Das heißt, ich hatte einhergehend damit auch sehr viel Thermoregulationsprobleme, sehr viel Durchblutungsstörungen, sehr viel taube und einfach weiße Stellen am Körper, wo einfach kein Blut mehr hingekommen ist. Und das ist dadurch zum Beispiel alles besser geworden, was natürlich auch im Umkehrschluss die Versorgung aller Bereiche im Körper einfach wieder sicherstellt. Gesessen habe in Tränen und mich gefragt habe, warum ist das so, warum ist das mir passiert, und das war sehr, sehr schwer auch. Also das wäre auch gelogen, da zu sagen, dass es alles total leicht ist, aber daran festzuhalten und dass man weiß, dass dieser innere Kern in einem immer für einen da ist, so dass egal wie tief man fällt, man immer sich selbst auch hat und dass man sich irgendwann auch wieder anfängt zu vertrauen. Weil das Schlimmste, was ich rückwirkend betrachtet so auch erleben musste, war dieser Kontrollverlust einfach über den Körper, dass die Dinge einfach so passieren und man sie nicht beeinflussen konnte. Sich wieder Dinge zuzutrauen und auch irgendwann zu sagen, okay, ich habe bisher jeden Crash überlebt. Auch wenn das ein neuer Crash bedeutet, werde ich ihn wieder überleben. Ich probiere das jetzt und vielleicht hat es einen positiven Effekt auf meinen Körper. Und diesen Schritt zu gehen, sich etwas zu trauen, der ist sehr, sehr schwer. Und mit jedem Mal, wo man das aber macht, wird man mental auch wieder stärker. Und diese zwei Komponenten, Körper und Kopf, arbeiten sehr, sehr eng zusammen. Viel enger, als einem bewusst ist. So. Und ich bin Anfang 20 und ich habe da im Bett gelegen und die Hand meiner Mama gehalten und einfach weinend oder wimmernd, weil die Kraft zum Weinen gar nicht mehr gereicht hat, da gelegen, wenn es mir schlecht ging, und gesagt hat, und ich habe da gelegen und einfach gesagt, bitte, ich möchte nicht sterben, ich habe Angst.
Im November 2021 brauchte ich Krücken, um die Treppe zu gehen. Und im März 2023 bin ich jetzt meinen ersten Halbmarathon gelaufen. Und diese zwei konträren Ereignisse irgendwie zu greifen und zu verstehen, dass dieselbe Person, nämlich irgendwie ich bin, die das beides durch hat in so einem kurzen Zeitraum, lässt einen ja nur noch mehr daran glauben, dass man es schaffen kann. Am 21. habe ich mich impfen lassen mit BioNTech und am 8.7., genau 6 Tage später, um 15.52 Uhr, das weiß ich noch, habe ich meine ersten Nebenwirkungserscheinungen gehabt. Da war ich im Fitnessstudio. Ich habe ganz normal meinen Sport gemacht, wie jeden Tag. Und nach der letzten Übung habe ich im Fitnessstudio gestanden, mit einem Kumpel geredet und von jetzt auf gleich, wirklich von einer Sekunde auf die anderen, habe ich Blitze im Auge gehabt und konnte nicht mehr gucken. Mein Vater angerufen und gesagt, Papa, ich kann nicht mehr gucken. Und bitte bring mich ins Krankenhaus. Und in dem Moment ging das auch schon mit der Haptik los. Also ich konnte mich dann auch nicht mehr so wirklich bewegen. Das ist natürlich auch, wenn die Sensorik ausfällt, man kann nicht so gut hören, man kann nichts mehr sehen, dann hat man auch Schwierigkeiten, sich zu bewegen und zu orientieren. Was man zu dem Zeitpunkt halt festgestellt hat, in dem Sinne, war bei mir halt, dass meine Blutwerte 6 Tage nach der Impfung so extrem schlecht waren, wie die Ärzte es zum Teil nicht mal bei Krebspatienten gesehen haben und bei anderen Patienten, die wirklich neurologische starke Störungen und Erkrankungen haben, wie ein Schlaganfall oder ein Herzinfarkt. Ich hatte tatsächlich nicht mehr einen Vitalitätswert, der auf einem normalen Niveau war, der wichtig ist. Meine Leberwerte waren immer statt 50, 80 oder 100 irgendwas mit 4, 5 oder 600. Also teilweise auch bis um das 10-fache so hoch, wie sie sein mussten. Und das Gruseligste an der Geschichte war eigentlich eher meine Herzwerte. Es gibt einen Herzmuskelzerfallwert, den nennt man auch CK-Wert. Der war bei mir statt bei 200 oder 300 bei 21.200 oder so. Dazu kam dann noch, dass ich auch einen Troponinwert habe. Das ist so haben die Ärzte mir das erklärt, ein Wert, der darauf schließen lässt, dass man vielleicht bald einen Schlaganfall oder Herzinfarkt bekommt. Der war bei mir halt auch deutlich zu hoch, wodurch die eben bei mir dann auch gleich einen Ultraschall vom Herz gemacht haben, wo aber alles gut war. Ich habe dann eine Nacht im Krankenhaus geschlafen und in der Nacht sind dann eben die ganzen neurologischen Störungen dazugekommen schon. Also Taubheitsgefühle, Gangunsicherheiten, Parästhesien, das sind Kribbeln und so Schmerzen, Kratzen, Jucken auf der Haut, am ganzen Körper. Dann bin ich entlassen worden mit fundamental schlechten Blutwerten und der Information, sie haben vielleicht ein bisschen Migräne gehabt. So, okay. Ich hatte ganz viele Symptome und kein Arzt konnte mir sagen, woran es liegt. Also, die haben alle Tests gemacht und haben gesagt, Herr Weiß, irgendwas stimmt mit Ihren Nerven nicht, irgendwas stimmt mit Ihrem Hirn nicht oder irgendwie haben Sie neurologisches Problem. Wir können es aber mit keinem Test ausmachen, wo es herkommt. Wir sehen nichts. Und ich bin sonst Leistungssportler gewesen, 6 bis 7 Mal die Woche, 3 Stunden Kraftsport im Fitnessstudio. 100 Meter waren Maximum und dann musste ich mich auf dem Sofa zu Hause 3 Stunden ausruhen. Und das ist dann wirklich nicht, man stellt sich an, weil man kaputt ist, sondern man liegt auf dem Sofa, kriegt Herzrhythmusstörung, Taubheitsgefühle, Kribbeln, Kopfschmerzen, Fieber und man liegt im Bett und versucht einfach nur zu überleben. Man hat wirklich das Gefühl, man stirbt und das hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie sich anstellt oder dass man paranoid ist. Man hat wirklich einen Puls von 100, keine Ahnung was. Man merkt richtig, der Muskel, die Arme, als hätte man gerade einen Marathon absolviert oder im Kraftsport einen riesen Workout, die Muskeln, die zittern. Man liegt auf dem Sofa, man sitzt da so. Und man fragt sich, man weiß gar nicht warum. Und dann geht natürlich die Panik los. Und das ist das, warum leider dann viele Patienten, die Post-Vac oder auch Long-Covid haben, als Psychos abgestempelt werden, weil die irgendwann einen psychischen Knacks kriegen. Das ist unwiderleglich einfach Fakt. Weil man einfach Todesangst bekommt, über Monate hinweg. Wenn man mal eine kurze Sekunde hat, wo man das Gefühl hat, man stirbt und man erholt sich danach wieder und dann ist wieder nichts mehr. Dann fühlt man sich gut, alles ist top. Wenn man aber über Monate, Wochen oder vielleicht ein halbes Jahr oder mittlerweile die Leute 2 Jahre das Gefühl hat,
Ey, man liegt auf dem Bett, man will einschlafen und man wacht vielleicht nicht mehr auf. Und ich bin verdammt nochmal erst zu dem Zeitpunkt 21 Jahre alt gewesen und war Leistungssportler und es war alles top. Dann kriegt man richtig Panik. Und vor allem in der Verbindung mit, kein Arzt kann einem sagen, was man hat. Eines Morgens ging es mir so schlecht, dass ich wirklich alleine kaum laufen konnte. Ich habe die Augen kaum aufgekriegt, ich konnte meine Beine nicht spüren, ich konnte meine Hände nicht spüren, ich habe eine Wasserflasche nicht mehr aufgekriegt. Das ist wie das Gefühl, wenn man nachts wach wird um 3, will was trinken, man kriegt die Wasserflasche nicht, weil man so kraftlos in den Händen ist. Das kennt ja jeder, dieses Gefühl. Und so ging es mir Wochen, Monate lang. Naja, und dann hat mein Vater gesagt, okay, Luis, machen wir jetzt anders. Ich bringe dich jetzt in die Klinik und ich hole dich aus dieser Klinik erst wieder raus, wenn die wissen, was du hast. In die Notaufnahme kommen, stehe an dem Tresen und die Frau, was wollen Sie jetzt hier? Ich so, ja, ich habe das und das und das. Vermutlich Impfung, weiß keiner, hier sind meine Unterlagen. Ich so, ja, weiß, da muss ich jetzt erstmal mit der Neurologin sprechen, ob wir dafür Zeit haben. Ich so, und die hat gesehen, mein Vater hat mich in die Notaufnahme getragen, unterm Arm. Ich konnte nicht mehr alleine laufen. Und dann sagten die, nee, weiß, wir haben da jetzt keine Zeit für, die Notaufnahme ist voll, sie waren ja eh im Krankenhaus und demher, ja, sind sie ja untersucht worden und sind doch gesund. Und mein Vater ist dann schon ein bisschen ausfallender geworden und wollte wissen, sieht der junge Mann hier für sie in irgendeiner Form gesund aus, wenn er alleine nicht mehr hier reinlaufen kann? Und ihre Antwort war, eine Station weiter ist die Psychiatrie, vielleicht versuchen sie es da mal. Und da ist für mich wirklich klar geworden, mir wird nicht geholfen, ich muss das selber in die Hand nehmen. Zur nächsten Klinik, in Berlin, da war ich Mitte bis Ende Dezember. Und das war ein Professor, der führend ist, auch auf seinem Gebiet zum Teil. Und hat mich nicht untersucht. Er hat ein zweistündiges Gespräch mit mir geführt. Das war alles. Dann habe ich gesagt, ja, und wie sieht es jetzt bei mir aus? Ja, weil es bei Ihnen macht schon ziemlich hundertprozentig Sinn, dass Sie Nebenwirkungen haben von der Corona-Impfung. Ich würde mich an Ihrer Stelle nicht nochmal impfen lassen. Und jetzt kommt der Hammer. Ich frage ihn, stellen Sie mir denn eine Corona-Impfbefreiung aus? Ich zitiere auch ihn, Herr Weiß, ich würde Ihnen gerne eine Corona-Impfbefreiung ausstellen, das ist mir aber unipolitisch untersagt. Auf jeden Fall, ich dann sage, kriege ich wenigstens einen Arztbrief von Ihnen, dass ich sage, Sie waren hier und Sie müssen mir keine Impfbefreiung ausstellen, aber vielleicht können Sie ja reinschreiben, es liegt nahe, dass Sie vielleicht Nebenwirkungen von der Impfung haben. Herr Weiß, das können wir machen. Witzig, er schreibt aber, wollte dann extra reinschreiben, vielleicht oder möglicherweise liegt Probleme mit der Impfung vor. Zu mir persönlich hat er gesagt, es liegt hundertprozentig daran. 4 Wochen später rufe ich an und frage, wo ist eigentlich mein Arztbrief? Kriege ich den noch? Die Ärzte in der neurologischen Station, beziehungsweise auch die Telefonisten, die da rangegangen sind, Herr Weiß, Sie sind nicht in unserem System. Dann habe ich gesagt, das kann aber nicht sein, weil ich habe ja meine AOK-Karte dort abgegeben, meine Versicherungskarte, als gesetzlich Versicherter. Ich hätte gern meinen Arztbrief, ich habe da einen Anspruch drauf. Herr Weiß, hier liegen keine Unterlagen vor, Sie sind nicht im System, Sie waren nicht hier auf dem Papier. Daraufhin sind Interviewer auf mich aufmerksam geworden, wo ich dann auch interviewt wurde in Berlin. Ich habe den Interviewern gestattet, in meinem Namen mal nachzufragen, warum man den Patienten so behandelt, wie sie behandelt werden bei Corona-Impfnebenwirkungen. Naja, und es hat nicht lange gedauert, da hat die Klinik reagiert. Wenn ihr etwas über in Berlin dreht, dann müssen wir leider gerichtlich gegen euch vorgehen. Und wir möchten auch nicht, dass nur ein Wort darüber berichtet wird, was der ehemalige Patient, Herr Luis Weiß, angeht, weil das stimmt auch so alles nicht, wie er das halt sagt. Eine Woche später nach dem Interview hatte ich einen Arztbrief im Briefkasten. Das Schöne ist an der ganzen Geschichte, eine Impfbefreiung war auch noch mit drin. Betroffene schreiben mir auch bei Instagram, Luis, wie bist du wieder gesund geworden? Und die Frage ist für mich immer sehr schwierig zu beantworten, weil jeder Körper ja auf so eine Corona-Impfung anders reagiert und auch jeder, der Nebenwirkungen hat, anders auf so etwas reagiert. Trotzdem
bin ich fest davon überzeugt, dass mein Weg irgendwie der richtige ist, weil ich kann halt getrost von mir behaupten, dass ich so gut wie der Einzige bin, der eben wieder gesund geworden ist. Ein großer Teil, wovon viele Leute nicht überzeugt sind, ist mein Cortison gewesen. Das ist ja nun ein Medikament, ein Steroidhormon, was sehr, sehr schlechte Ansichten in der Medizin genießt von einigen Medizinern, aber von anderen Medizinern eben sehr, sehr gute Reviews bekommt sozusagen. Allerdings muss ich sagen, ich habe auch wirklich eine langanhaltende 8-monatige Cortison-Therapie hinter mir, die mich auch, ja, ich habe Akne bekommen, ich bin ein bisschen aufgequollener gewesen, ich hatte ein bisschen mehr Stimmungsschwankungen, ansonsten tatsächlich keine Nebenwirkung gehabt, außer mal abends so ein bisschen Herzrasen, aber ansonsten war alles top. Da hat es wirklich andere mehr getroffen, was die Nebenwirkung vom Cortison angeht. Die anderen Faktoren, aber meines Erachtens genauso wichtig, beziehungsweise noch wichtiger, es hört sich sehr ausgelutscht an, aber ist Disziplin und Arbeitswille. Egal wie oft man morgens wach wird und es einem richtig schlecht geht und man denkt, man stirbt, man darf die Hoffnung eben nicht aufgeben, dass man wieder gesund ist. Und bei mir war es halt irgendwann mein Vater, der gesagt hat, Luis, du bist sonst jeden Tag ins Fitnessstudio gegangen. Geh einfach wieder ins Fitnessstudio. Bin abends nach Hause gekommen, nach dem Sport und war tot. Ich habe 20 Minuten da Sport gemacht, ich war tot. Und ich bin am nächsten Tag aufgestanden und dachte, ich sterbe. Aber ich bin wieder zum Sport gefahren. Und habe beim Sport schon geweint, weil ich solche Schmerzen hatte. Ich habe geweint, weil ich meinen Körper nicht mehr spüren konnte. Ich habe geweint, weil ich es nicht ausgehalten habe, wie schlecht es mir ging. Und am nächsten Tag bin ich wieder zum Sport gegangen. Auf jeden Fall, und die dritte Säule oder vierte Säule, die bei mir halt noch sehr stark geholfen hat, war bei mir eben darauf zu achten, welche Lebensmittel ich esse. Und tatsächlich Antihistaminikas zu konsumieren, weil mein Körper plötzlich auf diverse Sachen extrem reagiert hat und ich auch manche Lebensmittel einfach nicht mehr essen konnte und ich hatte nie ein Problem damit. Das Allerschlimmste in der Zeit war die Hilflosigkeit und die Auswegslosigkeit, dass man weiß, man hat irgendwas, dass man weiß, es kann auch zum Tod führen, weil man andere kennt, die das vielleicht nicht überlebt haben. Und dass man aber nicht weiß, was man eigentlich hat. Also ich habe das für letztes Jahr mal zusammengestellt. Ich hatte letztes Jahr 56 Arztbesuche und bin dafür knapp 6200 Kilometer gefahren. Habe insgesamt 1200 Mails geschrieben und 560 Anrufe nur im Zusammenhang mit diesem Impfschaden getätigt. Und ja, im letzten Jahr sind knapp 20.000 Euro Rechnungen angefallen. Also Arztrechnungen, Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel, Hotelkosten und Fahrtkosten. Auf jeden Fall Übung drin. Leider. Aber es ist schon echt viel Zeug, was man da zu sich nimmt. Und gefühlt ist das immer schon eine eigene Mahlzeit, nur durch die Tabletten. Ich war eigentlich in Vorbereitung auf eine Weltmeisterschaft, weil ich es halt vorletztes Jahr das erste Mal in den Kader, in den Nationalkader geschafft habe. Und nach der zweiten Impfung war das dann so, dass ich halt erstmal so ein bisschen Herzstechen hatte. Bin dann in die Notaufnahme auch gegangen und habe mich da untersuchen lassen. Das war dann Kurzzeit EKG und halt kurzer Körpercheck und der Arzt hat gesagt so, nee, alles in Ordnung. Das wird nur von der Brustwirbelsäule kommen. Und dann wurden auch relativ schnell die Termine für die dritte Impfung ausgemacht. Ich habe dem Arzt dann erzählt, wie das nach der zweiten Impfung war. Aber er hat halt gesagt, keinerlei Bedenken. Es sei ja jetzt auch ein anderer Impfstoff. Also die ersten zwei Male war ja AstraZeneca und das dritte Mal war dann BioNTech. Und ich habe dann noch versucht, 10 Tage nach der Impfung wieder mit dem Training einzusteigen, aber halt so gemerkt, so, boah, also das
geht irgendwie überhaupt nicht. Weihnachten habe ich natürlich bei der Familie verbracht, Weihnachten 2021. Und als ich dann nach Hause gefahren bin, habe ich so gemerkt, so, okay, irgendwie kann ich die Straßenschilder nicht mehr lesen. Irgendwie alles ganz verschwommen. Und dann fing das so an, dass ich auch vom Kopf, von den Sinnen her irgendwie wie vernebelt war. Also das wurde dann halt auch immer schlimmer mit Gedankenaussetzer, mit Sprachstörung, mit Rechtschreibschwächen. Also ich konnte auf einmal das Rechtschreibung seit, was ich immer super gut beherrscht habe, musste ich auf einmal so wirklich drüber nachdenken, was setzt man da jetzt ein? Und das war für mich dann auch so ein Anhaltspunkt, wo ich gesagt habe, okay, kognitiv stimmt da auch irgendwas nicht. Habe ich auch alles untersuchen lassen, ist auch alles bestätigt worden, dass ich halt eigentlich dafür, dass ich auch einen Bachelorabschluss habe, unter der Norm einfach bin. Also dass da wirklich irgendwas nicht stimmen kann. Werte, die auffällig auf jeden Fall sind. Ich habe positive Autoantikörper, auch jetzt immer noch. Ich habe auf jeden Fall die Diagnose Post-Weck-Syndrom und auch chronisches Fatigue-Syndrom. Das mit den Augen ist immer noch da, dass ich nicht nur schlechter sehe, also im Sinne von, dass ich kurzsichtig geworden bin, sondern ich werde halt teilweise blind. Das heißt, ein Auge. Man kann sich das so vorstellen, als würde so ein Milchglasfilter übers Auge fahren und ich sehe dann halt für eine Zeit lang nichts mehr. Das kann dann so eine Minute sein, das können aber auch mal 5 Minuten sein. Auf der linken Seite ist es dann zudem noch so, dass ich nur sehe bis hierhin, weil sich das hier drüber anfühlt wie so ein Garagentor, was runtergefahren ist und ich alles, was darüber hinweg geht, gar nicht mehr sehe. Ich habe Muskelzuckungen, ich habe diese sogenannten Nervenschmerzen. Ich habe teilweise wirklich Kopfschmerzen, dass ich mir mit der Faust gegen den Kopf haue, damit es quasi von außen mehr wehtut als von innen. Und ich habe letztens zu einem Arzt gesagt, der mich gefragt hat, was das schlimmste Symptom ist, habe ich ihm gesagt, eigentlich, so traurig es klingt, ich komme mittlerweile mit allem klar, man gewöhnt sich an das Herzstechen, auch wenn es einen nachts irgendwie wach hält. Man gewöhnt sich an die Kurzatmigkeit, man kann sich da halt ein bisschen dran anpassen. Ich könnte jetzt niemals laufen gehen, aber man gewöhnt sich dran, man gewöhnt sich an jegliche Schmerzen, die der Körper hat. Aber woran ich mich nicht gewöhnen kann, ist diese Erschöpfung und Müdigkeit. Okay, komm! Kleine Schritte! Ja, jetzt weiter kann ich, jetzt kann ich schnell. Komm. Schnellere Beine auf die Fälle treten. Was ist so deine Hoffnung? Schwierig, weil ich habe keine Hoffnung mehr. Oh, jetzt heul ich. Sorry. Ich meine, vor 4 Wochen oder 5 Wochen hat Karl Lauterbach zwar im Fernsehen von Impfschäden gesprochen, aber ich meine, wir haben uns halt gleich auch untereinander ausgetauscht und haben gesagt, da wird nichts passieren. Und dann kam ja in Deutschland diese Hotline auf, dass man da anrufen kann. Und es war eigentlich auch schon klar, dass das einfach ein Scam ist und ich habe da angerufen und der Typ fragt mich, welche Anlaufstellen ich ihm denn nennen kann und ich dachte wirklich so, okay, das ist doch alles wirklich nur ein riesengroßer Witz und jetzt habe ich, gestern wurden mir die Papiere von der Klinik zurückgeschickt, wo ich mich beworben hatte sozusagen auf eine Reha-Maßnahme, weil meine Krankenkasse sagt, die übernehmen das nicht. Also die sagen, solange das nicht als Impfschaden anerkannt ist, übernehmen die das nicht. Generell diese
diese Kosten, diese Anwaltskosten, die ich alle selber tragen muss, diese Medikamente, die ich teilweise selber trage. Ich meine, ja, dadurch, dass ich es jetzt als Arbeitsunfall angemeldet habe, trägt das meiste gerade noch der Arbeitgeber. Aber wenn der Arbeitgeber sagt, das ist kein Unfall, dann schicken die mir gerade die Rechnungen zurück und verlangen halt das Geld zurück. Und es sind mittlerweile, sind es 30.000 Euro. Und ja, also ich sehe halt all das hier in Gefahr, weil ich, wenn ich arbeitslos werde, ich kann mir dieses Haus nicht leisten. Ich bin hier hingezogen wegen der Arbeit, weil ich nah an der Arbeit bin. Aber ich war jetzt am Dienstag oder Mittwoch bei meiner Mama und ich habe auch mit ihr am Tisch gesessen und habe gesagt, ich vermisse den Sport so, ich vermisse mein altes Leben so, weil ich nichts mehr machen kann, weil ich wirklich, sorry, weil ich wirklich nur ans Haus gebunden bin und ich bin ja auch so teilweise so krass geräuschempfindlich und kann dann irgendwie nur mit Kopfhörern raus und ich habe zu meiner Mama gesagt, wenn das so weitergeht, will ich nicht leben. Ich möchte so nicht weitermachen. Ich glaube, mein Körper ist so geschädigt, dass ich nicht mehr gesund werde, ganz zu schweigen von Dingen wie Kindern bekommen. Also ich meine, ich bin 29 Jahre alt, da macht man sich ja schon irgendwie mal Gedanken über Familienplanung, aber zum einen weiß ich gar nicht, ob mein Körper das noch kann und zum anderen, ich weiß ja nicht, was ich meinem Kind da mitgeben würde. Ich weiß es nicht, mir kann ja keiner sagen, was da in meinem Körper abgeht. Nochmal zusammenzufassen, ist die schwere Fatigue, die Müdigkeit, sind Konzentrationsstörungen, sind aber auch Symptome, die ich mal als autoimmune Dysautonomie bezeichne. Also der Pulsschlag funktioniert nicht mehr, die Blutdruckregelung funktioniert nicht mehr, Wärme- und Kältegefühl funktioniert nicht. Und was ich besonders schlimm finde, ist, dass diese Menschen nicht mehr in Gruppen zusammen sein können, weil die Reizüberflutung stört. Die isolieren sich, können ihre Musik nicht mehr hören und fallen aus dem sozialen Leben raus. Werden natürlich depressiv. Dann kommt jemand und sagt, okay, verschreibe ich halt Antidepressiva, die aber kaum helfen. Und kaum nimmt einer Antidepressiva, ist er in einer psychosomatischen Ecke. Das heißt, er kommt aus der psychosomatischen Schublade nicht mehr raus. Ich bin dem nachgegangen. Ich halte das Ganze für eine neu entstandene Autoimmunerkrankung. Man findet bei diesen Patienten Autoantikörper gegen eigene Rezeptoren, die krank machen. Diese Autoantikörper sind zwar auch in der Normalbevölkerung vorhanden, aber nicht in dem Ausmaß. In meiner Patientengruppe von den 250 Patienten haben vielleicht 10 oder 15 nicht den Nachweis dieser Autoantikörper. Alle anderen haben ihn und das ist ein ziemlich deutlicher Beweis. Und vor allen Dingen, wenn man diese Autoantikörper entfernt, das geht zurzeit nur mit der speziellen Form der Blutwäsche, der Immunadsorption. Also ich verfolge, habe jetzt etwa 60 Patienten, bei denen habe ich die Immunadsorption organisiert. Und bei 30 kann ich den Verlauf über ein halbes Jahr verfolgen und von diesen 30 sind 15 dauerhaft gesund geworden oder wesentlich besser. Auch da gibt es bislang noch nicht eine kontrollierte Studie. Jetzt die Charité macht es gerade und wird es bald veröffentlichen, Gott sei Dank. Da wird man dann auch sehen, dass es hilft. Aber das Schlimmste ist, immer wieder zu sehen, ist das zerschlägt sich eine Hoffnung nach der anderen. Und vor allen Dingen, diese Erkrankung hört nicht von alleine auf. Im Gegenteil, sie wird immer schlimmer. Ich kann mich selber halt echt nur bedingt heilen. Ich kann meinem Körper versuchen, so viel Gutes wie möglich zu tun. Aber es liegt halt nicht an mir, zum Beispiel diese positiven Autoantikörper loszuwerden. Also man sagt ja oder man vermutet, dass so eine Blutwäsche helfen könnte. Da ist allerdings auch, also mit
den Ärzten, mit denen ich gesprochen habe, ist es so 50-50. Die einen sagen, das hilft auf jeden Fall, das wird dich heilen. Die anderen sagen, das hilft auf gar keinen Fall und du bist nach einem halben Jahr genauso krank wie vorher. Und das kostet halt mindestens 15.000 Euro, diese Blutwäsche. Agonistische Autoantikörper sind seit etwa 25 Jahren bekannt. Das gibt, sie gehören zu den G-Protein gekoppelten Rezeptoren, an die sie binden. Und wir finden bei einigen Krankheiten ein ganz typisches Muster, bei der Herzmuskelerkrankung, bei schwerem Bluthochdruck, bei Gefäßerkrankungen. Da kannten wir diese Antikörper schon viele Jahre. Und diese Antikörper, die wir bei der Herzmuskelerkrankung kennen, haben wir dann bei Patienten mit Post-Covid und Post-Impfung gesehen. Und zwar noch in einem größeren Ausmaß. Wir gehen heute also nicht mehr von Leitantikörpern aus, wo wir sagen, das gehört zwingend sozusagen zu der Krankheit, sondern wir sehen also die breite Möglichkeit, dass 7 oder 8 verschiedene Rezeptoren durch die Bindung von Antikörpern betroffen sein können. Das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Und das ist eine Überreaktion des Immunsystems. Wir haben die Rezeptoren bevorzugt in der Herzmuskulatur. Wir können die im Hirnstamm haben. Wir haben die Rezeptoren in der Lunge, in den Nervenzellen und wie gesagt ausgeprägt in den Gefäßen, also weit durch den Körper verteilt. Und Blutgefäße haben wir überall. Sodass, wenn eine Reaktion eintritt, weil das Immunsystem im Moment überfordert ist, und dann können sich diese Autoantikörper bilden. Die gehen auch nicht wieder von alleine weg, das ist das Ärgerliche. Und diese Antikörper, wenn die sozusagen ihren Wirkort finden, dann aktivieren sie diesen dauerhaft. Und in der Zeit kann die natürliche Versorgung der Zelle nicht gewährleistet werden. Die Zellen bekommen nicht die notwendige Ernährung. Die Zellen funktionieren dann auch nicht mehr, weil sogenannten Signalkaskaden, also Signalwege, wie sozusagen immer wieder die Zellerneuerung und das Ablaufen von physiologischen Bedingungen in der Zelle stattfinden muss, ist gestört. Und in der Folge leiden die Mitochondrien. Das ist ja das Kraftwerk unserer Zelle. Dort wird nicht mehr genügend ATP zur Verfügung gestellt, das Adenosintriphosphat, was wir alle mal in der Schule gelernt haben, der wichtigste Energielieferant des Körpers ist. Und dieses ATP kann durch die Fehlernährung in der Zelle oder die Mangelernährung auch nicht mehr bereitgestellt werden. Dann leiden die Mitochondrien und der Körper verliert immer mehr Kraft. Was wir bei den Patienten sehen, sie können nicht mehr laufen, sie haben Atembeschwerden, sie haben Herzbeschwerden, sie haben Kopfschmerzen, sie haben Nervenschmerzen. Das alles spiegelt sich sozusagen durch diese Mangelversorgung wieder, die durch das gestörte Zellernährungsprogramm sozusagen entstehen. Und man kann diese Antikörper wirklich nur mit einer Immunadsorption entfernen. Das ist ein Filter, was eben Autoantikörper bindet. Das Wichtige ist, dass man mindestens 5 Behandlungen in enger zeitlicher Abfolge macht. Aber das ist also auffällig, weil wir so viele junge Menschen überhaupt noch nie hatten. Wir haben inzwischen über 4.000 Patienten untersucht. Und ich kann das also gut sehen, dass die diagnostischen Werte sich von Post-Covid und Post-Vac nicht unterscheiden, weil das jedes Mal eine Reaktion auf das Spike ist. Und bei Patienten, bei denen die Behandlung nicht anschlägt, nämlich die Immunadsorption, muss man schauen, ob der Patient Spike hat, Spike-Reste hat, dass sich das nicht aufgelöst hat. Das kann man untersuchen. Es gibt Arbeiten, dass bei Patienten, die krank sind, Post-Vac oder Post-Covid, das Spike-Protein auf bestimmten Zellen, den Monozyten, weiter präsentiert und produziert wird. Die Patienten sozusagen in einer laufenden Abwehrsituation sind. Und die Forschung müsste jetzt dringend daran arbeiten, weil das Spike-Protein kriegen wir nicht mehr weg. Das ist durch Corona jetzt fixiert oder durch die Impfung in den Körper gebracht. Aber es muss dringend daran gearbeitet werden, dass diese dadurch ausgelöste Erkrankung in einer frühen Phase gestoppt wird. Und was ich auch befürchte, vor allen Dingen bei den vielen, die eine schwere Fatigue haben, also Kinder, die nicht mehr schulfähig sind, die im Bett
liegen. Diese Erkrankung macht eine Entzündung kleiner Gefäße offensichtlich. Und wenn solche Entzündungen lange bestehen, dann verändern sich die Gefäße. Die werden bindegewebsartig durchsetzt, fibrotisiert, sagen wir, rarifizieren sich, also werden immer weniger. Und was das zum Beispiel bei kleinen Gehirngefäßen bedeutet, kann man nur mit Schrecken ahnen. Wir werden wahrscheinlich in 10 Jahren eine Welle von Demenzkranken haben. Und das sind Zukunftsaussichten, dass da keine Gelder in die Forschung gesteckt werden, dass man zulässt, dass Pharmafirmen Milliarden verdienen und dass man diese Patienten völlig alleine lässt und ihre Familien alleine lässt, dass die Kostenträger nichts bezahlen, keine Blutwäsche und nichts, keine Medikamente und nichts, dass Therapieversuche nicht unterstützt werden, nicht systematisch gemacht werden. Ich habe es selbst erlebt, dass an der Uni auf einmal Professoren flüsterten und sagten, wir haben sogar 3 Patienten, die geimpft worden sind und Autoantikörper hatten. Ich sage, was flüstert ihr denn so? Das, ja, und diese Art, die wir haben, dass wir Post-Vac immer noch nicht ansprechen, dass der Herr Minister Lauterbach vielleicht mal eine Woche, weil seine Öffentlichkeitsberater ihm geraten haben, jetzt mal was über Post-Vac zu sagen, vielleicht ein paar Tage was über Post-Vac gesagt hat und jetzt redet er schon wieder nicht darüber. Das ist ein Skandal. Und ich denke, dass dieser Skandal im Umgang mit Post-Vac wesentlich größer wird als der Contergan-Skandal vor 60 Jahren. Die Familien sind bitter dran, weil die Kinder sind wirklich krank. Die Wirkung der Antikörper ist bei denen ja noch viel, viel mehr zu sehen. Die sind einmal in der Entwicklungsphase noch. Die Zellteilung ist hochaktiv. Und wir haben dazu diese Bremse, dass die Antikörper sozusagen die natürliche Versorgung der Zelle behindern. Das wirkt bei Kindern dann noch viel intensiver. Das ATP fehlt. Die haben keine Energie. Und wir haben Kinder hier gehabt, wo uns die Eltern berichtet haben, dass sie nicht mal mehr die Spucke schlucken konnten. Vor Schwäche. Wir wissen, dass Kinder im Rollstuhl sitzen. Ich habe dann, wenn die Behandlung erfolgreich ist, miterlebt, weil die Eltern mir dann auch Videos schicken, wie die Kinder anfangen, wieder aufzustehen, wie Schulbesuch wieder möglich ist, wie die Freundinnen mal wieder kommen können. Und vom Rollstuhl, das dann auf Krücken schon mal wieder auf 2 Beinstückchen weitergeht, das ist ein Drama. Das kann man eigentlich nicht mit ansehen. Und ich habe aber auch Fälle erlebt, in denen die Jugendämter eingegriffen haben, weil sie mit der Meinung waren, die Kinder sind nur zu faul, zur Schule zu gehen. Das ist eigentlich das Ungeheuerlichste, was ich in diesem Land erlebe, was ich mir auch nicht hätte vorstellen können, weil dann immer der Drang ist, die Patienten zum Psychologen zu schicken. Dort sind sie falsch. Das ist keine Sache für den Psychiater und den Psychologen, sondern das ist was für den Immunologen, für den Gefäßmediziner, für den Kardiologen. Das alles will ich noch tolerieren. Und ich weiß auch, dass viele junge Frauen und viele Eltern Angst haben, dass die Kinder sterben. Die jungen Frauen haben mir oft gesagt, ich kann meine Kinder gar nicht mehr großziehen. Das erlebe ich ja nicht. Ja, junge Erwachsene werden wieder von ihren Eltern gepflegt, die längst schon mal eigenständigen Haushalt hatten. Das alles sehen wir ja. Also bei 4000 Patienten haben wir alles mit durch. Aber viel wichtiger ist, dass der Staat die Behandlung bezahlt. Denn wenn ich jung bin, kann ich mal nicht locker 15.000 für eine Monatsoption bezahlen. Wenn hier nicht vom Staat Hilfe kommt, und das kann ich eigentlich erwarten, wenn ich krank bin und ich bin versichert, dann habe ich ein Recht auf Behandlung. Und das möchte ich eigentlich umgesetzt wissen. Wenn das Gespräch zu anderen erlischt, wie wollen Sie sich denn alleine aus der Situation befreien? Das ist für mich also ein Rätsel, weil wenn ich erst einmal bettlägerig bin und ich kann, weil die Mitochondrien ja nicht funktionieren, kann ich auch mich nicht zwingen aufzustehen oder den ganzen Tag auf den Beinen zu verbringen. Ich sehe das also mit äußersten Bedenken, weil das eben letztendlich, auch wenn immer alle sagen, ja 1%, 2%, wir wollen das mal hochrechnen auf die vielen Menschen, die das betrifft. Ich sehe das als verheerende Situation. Bin also auch stocksauer auf die Politik. Warum haben Sie, Herr Lauterbach, im Sommer 2021 noch behauptet, dass die Impfung nebenwirkungsfrei sei? Naja, das war eine Übertreibung, also die ich da einmal in einem missglückten Tweet gemacht habe. Aber es war ja nicht grundsätzlich meine Haltung. Ich hatte ja sehr, sehr häufig vorher auch schon zu den Nebenwirkungen der Impfungen Stellung genommen. Ja, ich habe zum Beispiel sehr Sie viel haben aber auch häufig danach noch gesagt, es gebe kaum oder praktisch gar keine, halt mehr oder weniger nebenwirkungsfrei, haben Sie danach in einer Fernsehsendung von Anne Will noch mal gesagt. Also Sie haben schon immer diesen Eindruck erweckt, dass das Thema Nebenwirkungen eigentlich gar kein Thema ist. Na, das ist nicht richtig. Also vor der Impfung habe ich als Krankenschwester gearbeitet im Krankenhaus. Ich hatte ein tolles Leben. Ich hatte einen kleinen, aber sehr guten Freundeskreis. Ich habe es geliebt zu reisen.
hatte ein glückliches Leben, würde ich sagen, und auch vor allem ein gesundes Leben. Und meine Beschwerden begannen nach der dritten Impfung. Ich hatte Herzbeschwerden, das war dieses Herzrasen immer wieder, dass ich das Gefühl hatte, mein Herz springt raus. Ich hatte ein unglaubliches Stechen, Herzstechen. Ich hatte Kribbeln am ganzen Körper, auch vor allem im Gesicht, was sehr unangenehm war. Lähmungserscheinungen, manchmal gab es Tage, da habe ich eine Gesichtshälfte nicht wahrgenommen. Auch teilweise die Finger, die Füße, ein Bein, das ich einfach nicht so wahrgenommen habe, wenn ich kleine Schritte gemacht habe oder eben kurze Strecken gegangen bin, waren meine Beine wie Wackelpudding. Ich habe wirklich gedacht, nach jedem Schritt, jetzt breche ich zusammen. Ich habe wirklich, und das Gefühl habe ich bis heute, das sind nicht mehr meine Beine. Die gehören nicht mehr zu mir. Wortfindungsstörungen, dass ich mitten in den Gesprächen einfach einzelne Wörter nicht mehr aussprechen konnte, falsch ausgesprochen habe. Ich war bei verschiedensten Fachärzten, die alles andere fanden, aber keinen Zusammenhang mit der Impfung. Mir wurden irgendwie ganz skurrile Diagnosen gestellt, von denen ich noch nie gehört hatte oder die meiner Meinung nach überhaupt nicht mit diesen Symptomen zusammenhängen. Die meisten natürlich schoben es auf die Psyche, da die Ärzte nichts fanden oder nach deren Meinung, nach der Diagnostik, die sie durchgeführt hatten, meinten sie, okay, das reicht an Diagnostik, es sei eine Migräne. Und dann habe ich gemeint, so wie sie darauf kämen, dass es eine Migräne sei, ich hätte doch keine Kopfschmerzen und ich hätte doch alle anderen Symptome, aber eben keine Kopfschmerzen. Meinten sie, ja, aber wir haben ja sonst nichts gefunden, irgendwas müssen wir ja aufschreiben und das ist jetzt einfach eine Migräne, das wird schon das sein und ich solle mich doch in der Psychiatrie vorstellen, da wäre ich jetzt erstmal besser aufgehoben. Und all solche ganz komischen auch Empfehlungen, die ich machen sollte, wie beispielsweise Sport machen. Ich soll doch dreimal die Woche Ausdauersport machen. Das meinte eine Kardiologin. Ich solle aufgrund meiner Herzbeschwerden, meinem schnellen Puls, meinen Herzstechen, meinen Schwindel, meines Zustands solle ich doch bitte Sport machen und dann würde sich auch meine Herzfrequenz, mein Puls wieder regulieren und es würde mir wieder gut gehen. Ich habe dann dieses MRT durchführen lassen und ja, dort hat man dann festgestellt, es war also doch eine Myokarditis, es war was da. Ich hatte also nicht Unrecht mit dieser Vermutung, dass da noch was anderes dahinter steckt. Und in dem Moment, wo ich diesen Befund in der Hand hielt, wurde mir erstmal bewusst, diese Kardiologin hätte mich damals mit der Empfehlung, Sport zu machen, wahrscheinlich umgebracht. Offizielle Diagnose, die wir wirklich aufschreiben könnten, das ist nach der Impfung passiert. Es gab da eine Herzmuskelentzündung und dann ging es erstmal weiter. Und dann kam mehr Diagnostik dazu. Ich war bei Ärzten, die mir auch geglaubt haben, die sich Zeit genommen haben. Es wird ja immer wieder gesagt, es wären ja nur Einzelfälle, es wäre ja sehr, sehr selten. Es wären ja nur ein paar hunderte Betroffene in Deutschland oder auch in anderen Ländern wird das ja genauso behauptet. Meine Erfahrung ist die, ich habe es in meiner Arbeit mitbekommen, wir hatten wirklich sehr viele, die nach der Impfung Probleme hatten, sei es Patienten wie auch Personal. Ich habe es in meinem Umfeld mitbekommen, wie
Menschen nach der Impfung gesundheitliche Beeinträchtigungen und sei es nur von kurzer Zeit, von kurzer Dauer, aber ihnen ging es nicht gut. Und auch da konnte man den Zusammenhang auf jeden Fall feststellen. Und dann bin ich ja seit letztem Jahr auch in verschiedenen sozialen Netzwerken gut vernetzt mit anderen Impfgeschädigten, was mir auch nochmal eine enorme Kraft gibt, weil auch die Betroffenen, die dasselbe Schicksal haben wie man selber, einen nochmal viel besser verstehen oder die Situation viel besser nachfühlen können, wie es einem in dem Moment geht, weil man die gleichen Symptome hat. Man tauscht sich aus, was hat dem einen geholfen, was hilft dem anderen, an welchen Arzt kann man sich wenden. Auch diese Informationen kriegt man nur über diese Netzwerke. Und gäbe es diesen Austausch nicht mit anderen Betroffenen, wäre jeder aufgeschmissen. Wir sind ja überall verteilt auf der ganzen Welt. Und nur dadurch wurde auch mir geholfen, weil nur dadurch habe ich ja auch Ärzte gefunden, die mir helfen.